Yo, Nagi ist wieder am Start mit Euphoria. Ich habe meinen dritten Gefährten, den freundlichen Geist, gefunden. Ne, den coolen Geist mit der Sonnenbrille. Und jetzt muss ich versuchen, dieses Portal da unten zu erreichen. Und das dürfte ziemlich schwierig werden. Aber ich versuche es. Wow! Warte mal, nur er kann schwimmen. Geh hoch! Boah! Wechsel, du bist zu langsam. Und das hat sich jetzt auch nicht gelohnt. Es ist ein Ring aus dem Kaugummiautomat. Du hast den Power-Ring gefunden. Benutze ihn, um zu sehen, wo der Schlüssel sich auf der Karte verbirgt. Okay. Schlüssel? Was für ein Schlüssel? Okay, ich würde sagen, ich muss da oben hin. Aber wie komme ich jetzt da am besten hin? Vor allem, wie komme ich da wieder raus? Ihr seid lustig, ey. Ja, es geht nicht. Ich verrecke jetzt. Bam. Er verreckt. Ja, was hätte ich machen sollen? Continue. Habe ich noch alles? Ja, habe ich. Fantastico. Einfach nur fantastisch. Jetzt ist meine Energie auch wieder auf 10. Och man, dabei habe ich so fleißig gesammelt. Okay, ich wollte ja sowieso nochmal zurück. Dann ist das vielleicht gar nicht so schlecht. Da sind wieder die Vögel mit ihrer 16-Tonnen-Kacke. Runter muss ich nicht, ich muss hier lang. Und ich wechsle schon mal zu... Nein, dich will ich nicht, ich will ihn. Die Haie-Eidechse. Vielleicht ist das... Okay, ist nicht das einzige Mal so nützlich. Es gibt schon ein paar Stellen, wo man ihn braucht. Ich glaube, das ist die Stelle, die am längsten ist, wo man ihn einsetzen muss. Mich interessiert mal was. Laut der Karte kann ich da runter. Okay. Ich hoffe, das hat sich jetzt auch gelohnt. Hier ist wieder so eine Tür. Was bist du denn für ein Vogel? Ein Clown! Wo bin ich? Ich nähere mich dem blauen Punkt. Da will ich doch hin. Okay, ein Potion oder was ist das? Du hast die Medizin gefunden. Was kann ich da machen? Kann ich damit irgendwie meine Energie auffüllen oder so? Boah, ich war noch nie hier. Das Tür wird sich nicht öffnen ohne die magischen Schlüssel. Achso, heißt, ich muss erst alle magischen Schlüssel finden und dann kann ich da durch. Lass mich in Ruhe, ich hasse Clowns. Clowns machen mir Angst. Naja, nicht wirklich. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Ah, ich will auch die Karte. Ich glaube, das kann ich vergessen. Oh, verdammt, ich glaube, ich weiß, wo ich rauskomme. Nein, ich bin schon wieder am Anfang. Oh, das darf doch nicht wahr sein, oder? Aber okay, kann ich zumindest mal den anderen Weg mir ansehen. Da war ja noch ein Abgrund in der Eisgrotte, wo ich mal runterspringen kann. Doink, doink, RG, danke, danke, danke. Ich liebe euch, ihr kleinen Pupsköpfe. Na komm her! Oh, voll blibbe. Jetzt wollen die auf einmal keine Haufen mehr legen. Ist typisch. Komm her, Blobby. Hier habe ich schon mal Charakter wächst. Warum drücke ich immer zweimal? Du lahme Ente, lauf. Auf dem Eis ist er gar nicht so langsam. Boing. Okay. Wow. Ich hoffe, das hat sich jetzt auch gelohnt. Wo führt diese Tür hin? Jetzt weiß ich, wo die hinführt. Toll.
Das war also mal wieder voll für den Arsch. Aber wen wundert's? Aber ich gebe so schnell nicht auf. Vogel! Boom! Boah! Hey, wenn man wirklich von 16 Tonnen beschweren würde, würde man bestimmt nicht mehr so locker wieder aufstehen. Wechsel, ich hätte es fast vergessen. Aber egal, dann weiß ich, wo ich hin muss, wenn ich die ganzen Schlüssel habe. Hua. Und ich erinnere mich, da war doch noch eine Truhe, die ich nicht bekommen hatte. Weil ich nicht so hoch springen konnte. Und unser Freund, der Geist, der Shades, der kann ja hoch springen. Ich verstehe schon. Hua. Boah, die Musik hat irgendwie was Hypnotisches. Boing. Boing. Ich hab doch nach unten gedrückt. Energie, danke. Und... Nein, 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 nein. Ich komme da nicht hin. Ich muss mit dir da hinkommen. Wenn ich mit dir nicht da hinkomme, dann komme ich mit gar keinem da hin. Solche Sprünge liebe ich. Aber ich kann auch nicht schneller laufen oder so. Na komm, ja, ein Hammer. Du hast Shades geheime Waffe gefunden. Okay. Der kann mit seinen eigenen Augen angreifen. So, hey, ich glaube, ich muss mal zum Augenarzt. Wieso? Deswegen. Super, jetzt komme ich da wieder nicht hoch. Hahaha, dann also wieder nach unten. Nee, 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 Freundchen. Okay, dann nehme ich ihn hier, der fällt ein bisschen schneller. Der Bob, Pop oder wie auch immer er heißt. Ich falle, oh mein Gott, ich falle immer noch. Vielleicht kann ich jetzt diese... Ich renne immer in den ersten zwei Lieder rein. Nagi, du machst Sachen, ey. Vielleicht kann ich ja jetzt diese Wand da aufschlagen. Geh mal weg, du. Nee, natürlich nicht. Toll, wie komme ich jetzt wieder zurück? Gibt es echt keine Möglichkeit für mich wieder raufzukommen? Und hoch damit! Whoopie! Da unten habe ich doch jetzt mittlerweile alles abgegrast. Och nee, komm her, bitte! Lass mich nicht hier hängen! Okay, du kriegst eine Headnut, ein Headnut, eine Kopfnuss, ein Köpfnuss, nur für dich. Okay, jetzt kann ich da hoch. Bums, weg mit dir. Und ich werde hier vorruhig Shades. Denn der Sprung scheint mir ein bisschen sehr weit zu sein. Und da oben ist wieder so ein komischer Clown. Okay, man kann sagen, ab hier... spiele ich blind. Ab hier weiß ich nicht mehr, was auf mich zukommt. Was sagt denn die Karte? Naja, alles ein bisschen arg kompliziert. Und du hast Wasser. Ich kann ja schwimmen mit... Was ist das für ein komischer Fisch? Erinnert mich ein bisschen an Kirby. Der eine Fisch aus Kirby, in den Kirby reinsteigen kann. Das wäre so ein komischer Frosch. You must die, Frog. Wo bin ich denn jetzt gelandet?
Da liegen Eier rum. Sind die mir wohl gesonnen? Nein, anscheinend nicht. Okay, Charakterwechsel. Und Jump. Genau, dich will ich. Da, 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 da. Dann, dann, was bist du denn für ein Viech? Für ein Viech. Und ich falle runter, denn Nike ist so klug, das kann man kaum glauben. Ja, komm. Und da hoch noch. Ei tot, Ei tot. Und Energie für mich. So, und die Zeit rennt mir schon wieder davon. Nein! Ich hatte doch gerade so viel Spaß. Und ich komme endlich weiter ins Spiel. Yes! Also, das wird diesmal, glaube ich, bestimmt klappen. Bis zur nächsten Folge. Ich freue mich auf euch.